Hallo und herzlich willkommen zurück zu zu Road to Commander. Endlich mal wieder ein Road to Commander. Vorher habe ich ja letzten Part habe ich Way to Commander gesagt. Und ich habe jetzt hier mal eine Klasse erstellt. Ich habe zwar nicht viel, aber ein bisschen habe ich halt. Ja. Bevor ich mit meinem echten Equipment spiele, muss ich halt noch ein bisschen leveln. Ja, okay, ich sag einfach mal, fangen wir an. Ich spiele mit der Peacekeeper, dann ist ziemlich geil. Oh, 30 Kills. Ich darf jetzt mal alle muten. Halt so ein bisschen die Gegner abchecken. Der ist nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Der ist auch ganz gut. Italiener. Der ist gerade nicht der Beste. Ich will ja niemand sagen. Dann schwimmen wir mal jeden, weil dann magen wir und so. Nein, egal, aber ich freue mich schon auf das neue DLC. Und Zombies wird auch kommen wahrscheinlich. Bin mir nicht sicher, aber. Naja. Going ham. Dead. Ja. Der Grund, warum ich lange nicht aufgenommen habe, ist eben wegen gerade Privatleben ist da gerade was so los. Nicht nur bei mir, auch beim Pascal und alles. Wir wollen das privat halten, weil ich kann ja nicht alles erfahren. Und ich finde, die Peacekeeper ist meine Lieblingswaffe. Ich finde, die haben eigentlich am geilsten. Sollte im nächsten DLC auch eine neue Waffe dazu kommen. Ich würde mir eine Sniper wünschen. Lass mich mal kurz. Nein, schnell. Ja. Bekommen. Und ich, als Z nämlich die Takt, die ist auch ganz geil. Gut, ich muss es mir jetzt ein bisschen einspielen. So, ich habe ja gerade Zoom gewohnt mit der. Ich habe ja gerade auf meinem privaten Account spiele ich gerade mit der Chicom, weil ich habe noch den Gold, dann habe ich die im Mann. Okay, Sniper, wo? Du, ja, komm, das Sniper. Das haben wir jetzt schon alles. B brauchen wir, warte. Von der, oh mein Gott. Okay, dann haben wir Level up. Ach, irgendwie bin ich so ungewohnt, mit dir zu spielen. Okay, noch einer. Weil, die ist meine Lieblingswaffe, weil ich eigentlich mit der am besten spiele. Okay, das geht besser. Ich habe gerade gedacht, was ich gerade Privataccount für eine Ding, weil da habe ich gerade eine ziemlich gute KD. Oh. Okay, erstmal eine UAV. Nein! Hätte ich eigentlich nur auf die UAV. Ich spiele gar nicht gern mit der UAV. Ich kann mich nicht auf die Minimap und auf das Ding konzentrieren. Ich kann mich nur auf das Spiel konzentrieren. Auf die Minimap geht's gar nicht. Ich könnte kotzen. Ja gut, die Peacekeeper, warum ich sie eigentlich am liebsten mag. So meine erste Waffe in Go. Danach kam warte. Die PDW, dann MP7, dann die MSMC. Die glaube ich weiß nicht wie das da das habe ich jetzt gerade gesehen. Oh, wir haben eh schon eine Dunkel, scheiße, egal, dann geht's glaube ich schneller, oder? Okay, da ist die, manchmal gucke ich auch, ich will eigentlich so schnell wie möglich zu den Commander. Ja. Ich nehme jetzt 2 Runden auf. Nein! Scheiße, ich kann das nicht. Ah, Mann. Die. Oh, mein Hinterkopf. Okay. Gucken, was ich noch so reißen kann. Oh mein Gott, ja, Mann. Man springt immer so rum. Du lässt wieder Wochenende UK. So, bis da. Ah,
glaube, wir werden die auch noch in Gold schaffen. Oh mein Gott, ich will eigentlich die ganze Zeit nur mit der zocken. Habe ich so vorgehabt, weil meine Lieblingswaffe. Oder ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, was, ob ihr was für Waffen ihr sehen wollt. Vielleicht habt ihr einen Wunsch, mit welchen ich spielen soll. Kann auch ein Spaß sein. Ich nehme es auch mal. Nein, Alter. Ich will auf jeden Fall nur mit der Position. Ich will eigentlich noch gewinnen. Erstmal nachladen. Und ja, was kann ich so sagen? Naja, ich könnte jetzt... Ah ja, ich wollte mir eigentlich Themen aussuchen. Oder was? Ja, okay, ich rede einfach mal über ein Thema, was ich mir ausgesucht habe. Ich meine, fick dich. Ich meine, wir haben ja... Wir spielen ja Call of Duty. Mann! Ja, Call of Duty. Da hab ich auch ein Team über Call of... Mann, ich bin auch noch fair. Also fair. Tschüss. Okay. Ja, das Thema ist für mich heute Call of Duty Ghosts. Was ich davon halte, ob ich es mir kaufen werde und pipapo. Wort Gronk nachmachen. Ja, okay. Weißt du, ich verfolge... Call of Duty Ghosts, also ich verfolge, denn ich fand die Infinity Ward Spiele besser als Black Ops, aber Black Ops ist auch geil. Auf jeden Fall der erste ist richtig geil. Ja, es soll ja jetzt ein neuer Next Generation Call of Duty sein, neuer Multiplayer, neue Story und alles. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Story. Die scheint ziemlich geil zu sein, und auf den Multiplayer freue ich mich auch sehr. Und auf den neuen Modus, der kommen wird, man weiß ja nicht, was es sein wird. Aber wir müssen jetzt nur auf den 9. Juni warten und da werden wir auch eine halbe Stunde sehen. Ich werde euch einfach mal alles verlinken, was ihr so braucht, Trailer und bla bla bla. Auf jeden Fall, was ich bis jetzt gehört habe, sieht, hört sich gut an. Scheiße, hört sich ziemlich gut an. Wegen den, Grafik. Was kann ich zur Grafik sagen? Gut, es ist keine neue Engine. Es ist einfach nur eine modifizierte Engine. Das ist noch immer die alte Quake Engine. Aber ich finde die Grafik okay. Also nicht irgendwie Battlefield 4. Aber ich meine, wir haben ja noch nicht... Mist. Ich meine, ich habe da so eine Review gesehen von einem Typen, der... der hat das Spiel schon sehen können. Angeblich halt, aber den kann man auch vertrauen, weil der ist extrem. Der war Ding für so ein Magazin und der hat gesagt, was er gesehen hat, hat noch keiner gesehen und er sagt, dass die Grafik sehr gut ist. Nicht wie auf den Bildern, wie man erstmal gesehen hat, es gab ein paar Screenshots und er sagt, ja, die ist sehr gut, die Shader sind jetzt besser. Alter, ich konzentriere mich so auf das Thema, ich... Ja, boah, geil. Ja. Und lol. Ich hab da... Alter Mann, ich bin nur am Ablosen. Ja, egal. Ich hab da den Trailer, den Behind the Scenes. Mir öfters angeschaut, so ein bisschen halt so ein bisschen. Ja, was da alles so los ist. Und ja, ich hab da irgendwo so bemerkt, da war so ein Bildschirm. Da wo einer so... Da ist halt gespielt hat, sozusagen. So ein Prototyp, würde ich mal sagen. Ich bin nicht sicher, was das ist. Und ja, es sah aus, die Grafik sah aus wie in Far Cry 3, also wirklich. Die Shader waren richtig schön und alles. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie blind bin und ich hasse das Spiel. Aber es sah richtig geil aus. Ich meine, irgendwer hat auch mal gemeint, dass die Engine noch nicht fertig wäre, irgendwie sie noch besser wird. Wird sich noch herausstellen. Man muss jetzt auf den Sonntag warten, da gibt es so einen Livestream. 30 Minuten, ich glaube, ich weiß nicht, den gucke ich mir auf jeden Fall an. Kann ich dann auch im nächsten Platz erwähnen. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich schon richtig drauf. Ich werde es mir für die PS4 holen.
dann wenn die überhaupt für die PS4 funktioniert oder die PS4 alleine auf dem anderen Ding überlegt. Ich bin aber ziemlich abneigend zu Xbox. Ich habe mir den Livestream angeguckt, weil ich wollte auch die, ich wollte Call of the Ghosts, den Ding sehen. Sing ab und ich wollte mir eigentlich auf die Xbox anschauen. Denn ich war mir nicht sicher, was ich mir kaufen soll, weil wenn das Online-Zocken bei Xbox gratis wäre, würde ich mir die Xbox erfüllen. Weil ich finde die Controller so angenehm, aber ich kann mir nicht alles leisten. Auf jeden Fall. Und ein Freund meinte, das ist wieder was kostet, Xbox Live. Und ja, da. Ah Mann, ich bin so scheiße in diesem Spiel. Ja, da werde ich mir nicht die alle schauen. Ja gut. Dynamic Maps kennt man ja aus Black Ops 2 schon, bei Express oder so, oder beim Mach mal, ja genau. Kommt man ja. Ne, ich weiß nicht, ob das Dynamic ist. Oh, nein, ich. Okay, ich bin so scheiße in diesem. Ja gut, sind auch noch eine Runde. So dass ich genug habe. Fick dich! Ganz ehrlich, mir geht's schon der Bauch. Left auch dann die Lobby, weil die geht mir richtig der überhaupt ja Nazi und so. Ich finde es nicht auch scheiße, wenn das jemand hat. So über sowas macht man eigentlich gar keine Witze. Und ich meine, das waren ja nicht mal die Deutschen. Aber es sind ja immer die Deutschen, diese Nazis. Es sind echt lieber die deutschen Nazis, aber gut, wenn sie die Geschichte nicht aufpassen können. Ja gut, dann auch für das Deutsche Reich und alles, aber wie kommt mir das Thema egal. Ja, fick dich, Mann, lass mich doch einmal in Ruhe. Scheiße, ich finde das jetzt schon wieder scheiße. Egal, ist mir gut, ich bin die erste. Schlecht. Yeah, das ist immer bei mir so. Das habe ich im letzten Part auch gesehen. Hatte ich drei Dragonflies. Ich komme wieder Chico überhaupt nicht. Klar, Mann, die ist so so untoll für mich. Ja, und ich habe jetzt wieder eine Stunde. Ich wollte nämlich mal Call of the Ghosts sehen. Call of the Ghosts, Call of the Ghosts, ja. Call of the Ghosts. Ja, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es kaufen werdet oder ihr das Spiel abneigen dürft. Gleich hey Köln oder wie auch immer es geht, ja Ghosts, ja Customization, die das im Multiplayer, okay, ich finde es nicht nötig, aber okay, wenn man ja, ich weiß nicht dagegen, ich meine okay, das ist die Next Generation, da kann man halt jetzt auch das alles speichern. Na gut, na gut, ich werde auf jeden Fall meine dann selber machen. Wie ich denn machen werde, habe ich keine Ahnung. Oh, und ich habe noch so eine kleine Information. Alter, Mann, das geht mir so derbe auf dem Eier. Auf dem, ja klar, Deutsch. Ich höre erstmal die Deutsche. Ich meine, ich bin nicht privat so spiel, ja, dann bin ich gut, aber... Das bin ich scheiße.
scheiße. Das bin ich immer gut, aber irgendwie. Ich soll doch mal wieder Crysis aufnehmen. Fällt mir das auf. Alter. Alter, das ist so ein übler Scherz. Jedes Spiel immer mehr auf die Eier. Immer mehr. Schau, guck's dir. Ganz ehrlich, ich bin wieder im Rage-Modus. Ich bin einfach nur so scheiße ist. Wenn der mal nicht läuft, dann hasst man das Spiel einfach. Du wisst nicht, wie gerne ich jetzt Rage... White, aber nein, ich darf ja nicht, ich meine, ich nehme ja auf. Das ist doch scheiße, Rage zu fighten. Aber okay, manchmal muss man einfach. Aber wird doch gezwungen. Nein, Alter, ich bin so dumm. Oh, die gehen ja auf die Drohne. Aber wenn es nicht funktioniert, jemand zu will. Alter, entscheide dich, wo du hingehen willst. Danke. Ich kriege gleich hier davon. Boah, mir geht es wieder auf den Viewer. Und danke nochmal an 200 Abonnenten. Dankeschön. Dankeschön für 200. Ich hab keine Ahnung, was abonniert. Oh Mann, ja. Ja, ich geh mir ab mit der. Es ist gelaggt. Es war einfach nur laggen. Wir haben wieder promoted. Ja, Mann! Ja klar, mach's doch mit mir, du kleine Hunde. Wieder mal Pech rip. Eben. Alter, bitte, das geht mir nicht. Entschuldigung, aber ich hasse es. Aufnehmen kann ich nie so gut sein, wenn ich nicht aufnehme. Ich bin nicht mal nervös oder sowas, Mann. Alter, komm, fick dich. Fick dich. Mein Freund hat recht, meine Sticks sind echt im Arsch. Das ist ein unangenehmes Gefühl, ey. Mein Alter ist auch kaputt gegangen wegen irgendeinem Grund, weil die Batterie einfach nicht mehr gut ist. Das spüre ich schon. Ja, manchmal funktioniert einfach nicht. Ja gut, ich bin jetzt nicht so gut irgendwie wie Matrix oder Elotrix. Ich hab auch schon Elotrix gesagt. Ich fällt mich das alle wieder Elotrix bleiben wollen. Weil Elotrix ist ja so gut. Ja, ist doch gut, aber jetzt weiß ich. Ich mag ihn nicht. Kann man ja schon, aber nicht so wie er. Ich bin selbst keine Kinder. Ja, von mir schon, aber... Der war tappt so auf. Das darf man aber nicht abnehmen. Was hat er raus? Rein! Eure Vene.
Bene. Der ist das du. Wenn ich das jetzt noch gewinne. Wenn ich einfach nur die Scheiße gewinne. Nur das. Wenn meine KD ist jetzt mir scheißegal. Ich will nur gewinnen. Wann stirbt dieser Typ? Mach mal. Alter. Alter, lass mich doch was kaputt machen, Mann! Scheiß. Ich kann einfach nicht mehr wirklich nach der Runde. Flösch einfach. Mann, geh doch kaputt, du Scheiß! Dankeschön. Ja. Mir gewöhnt das Spiel aber auf. So. Und ja, ich bin eigentlich über groß zu reden, aber wirklich bei so einem scheiß Lex-Spiel kann man einfach nicht Spiel reden. Ja, ich weiß eh, ich werde es dann eh wieder zocken, dann spiele ich nur zocken, dann bin ich gut und dann mag ich das Spiel wieder, aber wird eh nie passieren. Wir haben jetzt nur Scheiße gespielt. Das andere haben wir auch nicht drauf. Darkbo. Jetzt wird's cool, wenn du C4 schmeißt, bist du cool. Bist du ein super Styler over edits. Keine Ahnung, das ist aber nur ein Arschloch. Gut, ich würde sagen, tschüss. Ich schmeiß das Spiel jetzt eh weg. Okay, oh mein Gott. Tschüss.